Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich dies auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Jetzt sind wir in Nacht 2 von 6 in der Sophienheilstätte. Und heute knüpfen wir uns die Kellerbereiche vor, zumindest die, die wir betreten können. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das können wir jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ihr hört es schon an der Akustik, hier ist alles gefliest und deswegen schallt das so wunderbar. Das heißt, wenn wir hier ein Geräusch hören, dann hören wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit, können es aber leider nicht ganz genau lokalisieren. Natürlich werden wir versuchen, im Monitoring das dann genauer festzustellen. Und das ist eigentlich so das Grobe, was heute ansteht, nicht wahr, Jan? Genau. Vom Bad bis zu den, ja, ich sag mal Kavernen, ne? Zu den alten Schächten, wo damals die ganzen, wie heißen jetzt, Kabel und Rohre hergingen. Genau. Heizungswassersystem, genau. Das war ja eine ganz autarke Einrichtung hier, die haben ja versucht, ohne äußere Hilfe zu überleben im Notfall. Genau. Okay, dann viel Spaß. Ja. Wir befinden uns jetzt wieder an Tag 2 in dem Raum mit dem Experiment. Hat sich nicht was getan auf den ersten Blick. Aber der Autorekorder wurde anscheinend bewegt. Weil ich hatte den so gelegt, dass man den eigentlich nicht sehen kann. Zumindest nicht von meiner Körpergröße. Ich sehe ihn aber. So, wir befinden uns hier heute im Keller, wo wir unser kleines Basislager aufgebaut haben. Da drüben ist der Raum, wo wir gerade das Intro gemacht haben. Ich bin bewaffnet mit dem K2. Und der Jan, der wartet im Gang schon mit dem RAM Master auf uns. Ja. Und wir versuchen auf dieser Seite die Kellergänge zu machen. Da hinten ist eine Richtung, die geht jetzt ganz, ganz weit, zumindest in der Theorie. Wir gehen aber erst in die Richtung, wo es wahrscheinlich einen Dead End Wald gibt. Und gehen natürlich alle Räume dabei ab. Genau. Ich gehe schon mal hier in unseren alten Startraum. Da haben wir das Intro abgelegt. Genau. Aber außer Scherben, in einer, naja, sagen wir mal, Defigierung auf dem Boden, haben wir da keine Reihe. Ja. Ja, und hier unten waren ja die ganzen Räume mit den Wasser- und Bäderkohlen. Hier ist alles halt entsprechend gefliest. Und ihr seht halt auch überall noch Rohre. Da hinten waren auch Armaturen. Das ist direkt hier Vakuum, Druckluft und so weiter. Mediengerät, ja. Das ist eine Steuerkonsole gewesen. Da waren hier bestimmt Inventar dafür drin. Und das war dann hier der Steuerungskasten, schätze ich mal, wo die ganze Elektrik. Also, genau. Erdungskabel. Richtig, siehst du ja auch hier die alten Sicherungen. Transformator da oben. Und da sind die ganzen alten Sicherungsbereiche. Ja. Hier ist das Hauptkabel rausgekommen. Ja, ja. Das ist da genau. Das ist ja dementsprechend. So. Sehen schon, der werden das weiter. Alles gut. Boah, hier ist aber auch schon ein bisschen baufällig, ne? Ja. Ja, hier kommt, hier flattert die Wand ab. Oh, da war auch mal ein Zugang, schätze ich mal. Ja, ne. Der Diamant ist sogar gemacht. Ja klar, wenn, dann muss man also konsequent sein. Ne? So, was war? Was ist denn das wohl mal gewesen? Ist der Stein so rausgebröckelt wahrscheinlich? Sieht mir so aus, ob da irgendwelche Plaketten oder was waren. Ja. Aber. Oder vielleicht. Nee, vom Kamin nicht. Nee, das nicht. Das nicht. Guck mal, die haben das zugemauert hier und irgendwann hat das hart eingerissen. Ob das fest ist, das war das. Das ist fest. Sieht aus wie Gipsbeton. Ey, ja, mal das mal zugemacht. Bitte mal vor, ich komm, ne? Genau. Kopf anziehen. So. Boah, war auch großer Raum hier, ne? Im Lagerraum. Hier war mal ein großer Schrank. Ja. Da
Davon hatten sie ja reichlich von nicht. Guck mal, da ist in der Mitte aber auch noch eine Verstrebung, die langläuft, innerhalb des Schrankes. Ja, wahrscheinlich war da hier ein Brett bzw. eine. Nee, ein Torbogen. Achso, ja, gut. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber es ist überall, wo du gehst, dass Leute. Sobald etwas leer steht, kommen irgendwelche Idioten. Ja, warum auch immer. Jetzt darf ich schon zugekommen, da kann ich mal reinkommen. Ja. So, ich glaube, das war. Hier sieht man auch einen großen Schaltkasten noch. Wir müssen das hier sparen. Den waren wir noch nicht drin. Ja, warte mal kurz. So, haben die hier nach irgendwelchen Schätzen gesucht, dass sie das eingeschlagen haben? Die haben alles, was zugemacht wurde, haben die rausgeballert, glaube ich. Das war ich. Ja. Komisch. Das könnte aber auch sein, dass irgendwelche Anschlüsse waren, die damals hier mit Verkleidung waren. Die haben sie rausgemacht und dann haben sie einfach das, was da drin war, verkauft. Die haben das verkauft oder die haben halt einfach die ganzen, das Innenleben einfach rausgeholt und da war halt einfach nur normal vermauert. Ne? So, hier, ach ja, hier sind wir direkt im, sag ich mal, im Poolbereich. Ja, ich gucke erstmal hier nach rechts, weil da ist zu, ne? Ja, ich komme auch da nach rechts mit. Ja, hier sieht man auch große Rohre. Ja. Ja, hier kann sonst was drin gewesen sein. Da läuft auch irgendwo dann vielleicht was zum Erhitzen im Boiler oder so. Ja, dass da vielleicht irgendwie ein Anschluss war oder was. Ja. Hier, guck mal, hier ist eindeutig der Luftzug. Ja, das war wahrscheinlich die Entlüftung hier. Genau, mit dem Wasser, weil es ist auch feucht. Und im Keller Feuchtigkeit, das ist fürs Gebäude nicht so toll. Richtig. Ja, deswegen. Die Luft, die Belüftung. Das könnte nicht abdüften. Ja. Oh, hier waren Duschräume. Kannst du da mal reingehen? Ja. Na klar. Die Stimme im Hintergrund ist nebenbei, der Volker, der begleitet heute uns wieder. Genau. Nur damit ihr es euch nicht wundert, das ist nicht irgendwie der hilfreiche Geist. Zumindest nicht im wörtlichen Sinne. Oh, Vorsicht, Loch. Ja. Ja, sieht genau gleich aus. Ja, das sind also kleine Duschkabinen, ne? Schätze ich mal, ja, das wird alles gleich aussehen. Nicht. Hier. Das könnte nicht gut kommen. Hier wird wahrscheinlich die Toilette gewesen sein. Ja, gehe ich mal von aus. Ja. Sieht das irgendwie besonders aus? Nee, ne? Nö, Flugloch ist ja noch da. Ja. Auf jeden Fall ein Abwasseranschluss da unten. So. Ich lasse dich mal erstmal vorgehen. Mal, so, das ist der große Sparbereich. Genau. Da gibt es sogar noch Videoaufnahmen auf YouTube, wo hier gebadet wurde. Die hat, glaube ich, sogar mal, ich glaube, die haben damals auch, weiß ich nicht, irgendwelche, ich glaube, so die Frauen, Schwimmerinnen oder so, haben ja auch mal trainiert. Hier ist ja auch der Bereich, wo viele berichtet hätten, sie hätten plätschernde oder Badegeräusche allgemein gehört. Mal schauen, ob wir da irgendwas heute hören. Ja, ich weiß auch nicht. Von hier oben hat man auch einen guten Überblick, ne? Ja, gut, aber du guckst halt auf nichts, ne? Ja, aber aus Filmerperspektive meine ich. Oh, hier waren mal diese komischen, diese Glasziegel waren immer drin. Die größeren, getünnten, da sind sie halt auf dem Boden. Mhm. Ja, für die Mikro so dumm. Aber warum man die nicht schlägt, dann ist dumm. Während die zwei Jungs da mal lang gehen, gehe ich mal hier rein direkt. Aha. Ich war eine Tür außen und eine Tür innen anscheinend. Hier ist noch ein Riegel, man konnte hier also zusperren. Ist jetzt aber ganz fest zugemacht. Hier hat jemand auch zugemacht. Ich gehe mal außen rum. So. Wie gesagt, da hier schon prinzipiell im Kernprodukt, kann man sagen, ist auch nicht mehr allzu viel zu sehen.
die Geräusche, die ihr von Jan sein Gerät hört, vom Ramcaster, können wir jetzt allerdings auch nicht so wirklich verwerten, weil das wird alles sein, weil es hier so eng ist und wir deswegen zu nah am Gebäude sind. Ich war gerade zu nah an dem Gefissel da. Ja. Also ich weiß nicht, was hier drin ist, da kämen wir jetzt nur mit sehr viel Mühe rein. Ich kann halt auch nicht meine Hand für euch durchstrecken, das ist zu lang. Ehe wir das ja alles weggebaut haben. Das seht ihr auch, da hat auch jemand extra festgeschraubt, dass das wie ein Keil ist. Ja, und ich glaube nämlich, das war irgendein Zugang, dass du von außen gut rankamst. Weil wenn du von hier aus reinguckst, ist da auch eine Tür noch. Okay. Ja, die können ja nur nach draußen führen. Vielleicht wie so ein Kohleöffnungsfenster oder sowas. Kann ja auch sein, früher wurde da viel mit Kohle geheizt. Leuchte nochmal rein, warte. Ich gerade irgendeiner oben reingeleuchtet, aber perfekte Leuchte das Ding drin. Oben rein kann ich nur so hier. So, okay. Nee, das sieht mir so aus, ob da irgendwie wirklich eine Tür wäre links. Und das vielleicht da mal hier in das Gebäude gegangen wurde. Deswegen hat man das halt hier so komisch verkeilt und festgeschraubt. Ja, also wenn ihr jetzt schaut. Dadurch, dass wenn wir die Tür versuchen aufzuziehen würden, wird es dagegen stoßen und kriegen also die... Ist auch alles festgeschraubt. Also ja, nee, aber du könntest das Ganze in sich bewegen und dann wird es an der Wand hängen. Von daher kommen wir da nicht weit. Hier wollte man auch nicht, dass man mehr reinkommt. Das wird wahrscheinlich der Eingang. Das wird wahrscheinlich der Eingang sein. Deswegen hat man alles dazu gemacht, dass man gar nicht richtig reinkommt. Vielleicht hast du keine Chance, da kommst du nicht rein. Okay, das bin ich. Du, ja, das war Eckart. Ja, jetzt überall auch zugemacht. Dahinter vielleicht war da auch noch ein Raum, also nicht. Oder nee, jetzt raus. Das wäre ein Zugang gewesen, hier ein Fenster. Ja, ja. Das wäre ein Kellerfenster gewesen. Hier können wir reingehen. So. Seht auch für. Ja. Ich dachte kurz, hier könnte man, aber kann man nicht. Der Boden hier ist natürlich eindeutig nicht, dass es Baderaum war, ne? Laminat. Bitte? Der Boden hier ist Laminat, das war kein Warteraum. Das ist ein sauberer Köpfer. Ja, diese kleinen Versorgungsschränke sieht man, das war eine Garderobe. Die haben wir hier überall. Wir haben natürlich auch immer K2 und Ramcaster im Blick, das heißt Ramcaster hören wir ja auch. Deswegen, wenn wir was ist, sagen wir euch natürlich Bescheid und zeigen euch das so gut wir können. Ja. Bau auch mal ein Bird. Ja, ich gehe einmal hinten und komme wieder her. Oder ist das überhaupt ein Abwasserrohr? Ja, ne? Hm? Ist das ein Abwasserrohr, ja? Ne? Hm. Wissen wir nicht. Ich bin für die Lunge. Jemand hat Sauna dran geschrieben, aber sieht mir nicht da. Ich nehme auch nicht, das wäre es. Obwohl, ja, das ist, glaube ich, so ein Linoleum oder was, ne? Da ist auf jeden Fall Rohr, hier kam irgendwas raus, Wasser. Also hier auf jeden Fall ein Stauraum, vielleicht sogar für Bademäntel oder sowas, keine Ahnung. Ja. Hier war vielleicht so ein. Das ist ein Anschluss. Ein Boiler oder sowas. Sag ich schon, vielleicht. Vielleicht war es doch ein Boiler für eine Sauna oder sowas, dass man da heißes Wasser reingeballert hat. Puh, schwer zu sagen. Weiß ich nicht. Also insgesamt vom Aufbau, ich will den Raum jetzt nicht als Sauna einstufen. Hier hast du halt einen Übergriff, beziehungsweise hier kommt. Wenn wir wieder so eine Durchreiche, wie wir sie immer hatten. Du kannst ja sehen, das Fenster kannst du hoch und runter machen. Jetzt verliere ich es nicht. So, hier. Also ich könnte denken, dass da wirklich die Schwestern standen und hier dann die Handtücher oder sowas ausgereicht haben. Oder Badeanzüge oder sowas, je nachdem. Badeanzüge, Bademäntel, wenn man fertig war, ne? Dass man halt wenig Direktkontakt hatte. Ja, klar, du musst die Infektionen so gut es geht vermeiden. Mhm. So kleine Ablageflächen. Mhm. Und hier? Ein bisschen Elektrik, ein paar Armaturen. Das sieht man auch direkt, wie die rausgerissen haben. Das siehst du richtig, ne? Also. Ja.
Aber noch so eine kleine Waschnische. Huch, das ist geknackt unter mir nur. Das Holz. Da ist auch Glas hier. Da war ich habe schon Glas unterm Holz oder so. Ja. Und das ist interessant. Sogar mit Ablauf. Falls da was nachts nicht mehr oder sowas, glaube ich. Nee, was das ist, da müsste irgendwas sein. Da wird es zum Abschließen. Das wird bestimmt irgendwie Medikamente, Drogen oder sowas. Aber warum ist da so ein Gitter, was da runterfällt? Ne, das glaube ich nämlich nicht, weil die willst du nämlich nicht da unten drin haben, wenn die mal runterfließen. Also ich würde da fast schon sagen, dass es so ein Trockenschrank war, oder? Damit das Wasser halt hier unten, wenn das reinfließt, das ist ja quasi weg. Es gibt aber keinen Abzug, das Ding ist aus Metall, das heißt, es muss klar sein, dass es rostet. Das ist echt komisch. Also die ist auch nicht genau übereinander. Kann man das bewegen? Nein. Also das ist ein komischer Schrank. Aber den konntest du richtig krass zumachen hier. Aber wir haben ja draußen ganz viele Leute, die sich mit Krankenhäusern und so auskennen. Vielleicht wissen die das ja. Ich weiß, wer das ist. Das kann sein, dass durch die Dinger hier Heißluft oder sowas rein und wieder rausgesogen wird. Und du kannst die hier quasi richtig krass zumachen, die Dinger. Sodass halt nichts rauskommt. So. So, die sieht ziemlich zu aus, die Tür. Du kannst ja mal versuchen, trotz allem. Hast du Hand frei? Nee, ne? Ja, die sieht auch, ja, die ist zu. Die ist zu. Rechts. Nee, ich schwör's auch. Draußen. Komm mal rein. War bestimmt vor dem Gebäude, oder? Ja, vor dem Gebäude wahrscheinlich einer im Mund raus. Ja, draußen wieder einer. So. Dann wollen wir jetzt hier reingucken. Ja, warte. Ich komme jetzt mal kurz einmal durch. Ach so. Ist nebenbei EMF-technisch komplett ruhig. Ja, das ist wirklich gar nichts. Hier wollte einer das Ding eintreten. Mehrere sogar, verschiedene Schuhsohlen. Aber krasser Hall hier drin. So. Was ist das wohl mal da? Ja, das Geländer hier ist aber auch schon total hin. Das war ich, glaube ich. Das warst du. Ja. Und das warst du. Das ist halt ein Hebel. Das ist halt auch so ein Fenster nach draußen gewesen. Ja, klar. Da war ein Gitter vor. Richtig. So, hier das Fenster nach draußen war bestimmt auch. Nee, das nicht, war nicht, das war ja so eine Tür. War eine Art Tür, war das. Das bin ich. Ist das so? Oh, da war mal irgendwas Großes stand da mal. Ja. Keine Ahnung, was das für ein Raum war. Toilette würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall ist das am Boden. Ja, das sieht nicht aus wie Abwasser. Sieht aus wie Starkstrom sogar. Oder zumindest viele Stromkabel. Ja. Vielleicht war wirklich hier so der Erhitzungsboiler oder so. Ja, oder irgendeine Steuereinheit für irgendwas. Ja, ja. Und war auch noch ein Anschluss, hat man auch zugemacht, behelfsmäßig. Da war wahrscheinlich das mal drauf. Hm, denke ich auch. Ein bisschen Durchreicher gewesen. Ja, und drunter auch so was wie ein Briefschlitz. Vielleicht drauf stand mal, was es war. Weißt du, wofür es bestimmt gedacht war? Ihr konnte vielleicht jemand sein Rezept abgeben oder so. Da war hier eine Schwester. Und wenn die irgendwie nachts nicht da war, konnte man es durchschmeißen, dann konnte die das hier aufsammeln oder so. Das kann gut sein, weil hier rechts eventuell so ein Dingschrank noch drin stand. Ja, ja. Also irgendwas Verwaltungstechnisches war hier auf jeden Fall. So. Da ist Verschluss, aber. Hier ist noch so ein interessanter Überbau, wo ich keine Idee habe. Anscheinend war das mal ein Zufall, wenn man so von der Größe der Tür schaut. Ich würde sagen, das Ding hier
geht rauf zu so einer Terrasse oder so, damit man sich da direkt nach dem Baden raussetzen konnte. Und das war einfach ein normaler Patientenzugang, würde ich fast schon sagen. Dass man vielleicht hier dann sogar noch dein Dings abgegeben hat. So, ich habe jetzt hier Kur XY gemacht. Zack, da haben die es abgehakt. Und dann bist du raus oder bist halt hier hoch oder keine Ahnung. Eine Terrasse. Ja, tatsächlich, vielleicht, weil da so ein recht großes Fenster, wenn du rechts reinläufst, ergibt. Oder meine Leute mal rechts. Ja, kann ich schon. Da sind zwei große Fenster. Ja, ja. Wahrscheinlich sind da Leute eingestiegen, die haben was zugestaubt. Links ist interessant. Hast du da einen Stromkasten nämlich an? Das aussieht als die andere. Da steht Relaisgruppe 2 Klemmleiste. Ja. Und darunter. Also zum Steuern wieder. Relais immer zum Steuern. Relais immer Steuerung. Okay. Ja. Magnetventile. Ja. Gut. Ja, hier. Was ist da? Starkstromanschluss, ne? Arbeitsstrom. Richtig. Aber ich soll direkt in den Pool legen. Haben sie abgemacht. Ja, ist klar, aber geht eh nicht mehr auf. Oder? Nee, das, doch, da ist er drin. Das ist gar nicht mehr genau. Das sind die alten Dinger. Ne? Ja, ja. Ja, gut, das Ding ist halt von 1894 oder so. 95. Ja, deswegen, das ist halt. Das hat man. Sicherung. Genau, Schraubsicherung. Du Heiliger, wenn man guckt, man das Kabelgewehr an. Ja, gut, ne, damals war das halt, aber das ist ja theoretisch nicht so. Ja, also kannst du nicht mit heute vergleichen. Das Ding ist ja quasi Novum hier gewesen. Die hatten ja hier das erste Röntgengerät, alles. Und hier war ja eigentlich sehr vorzeitig. Hatten sie auch zugemacht. Siehst du, hat sie aufgemacht. So, hübsch. Da vorne ist auch noch die Tür noch. Euch. Der Kabelgang, meinst du, ja. Hm? Dass da einer reintritt. Ja, also das jetzt ist hier relativ nichts. Ja. Bei vielen kleinen Räumen, ja, wofür? Vor allem, also das sind alles irgendwelche Räume mit ganz viel Versorgungsleitung überall. Auf jeden Fall sieht man hier oben auch diese Rohrführung, die hier wahrscheinlich durch den ganzen Gang gegangen ist. Mhm. Dann wahrscheinlich da raus, hier rüber und dann da hinten rum. Was ist schlau? Da ist irgendwelche Glasfolie nass geworden. Okay, dann gehe ich zu einer anderen Glasfolie, scheiße. Ja, deswegen gehe ich auch wieder raus. Ja, so, wenn jetzt nicht ganz reingehst, ist kein Problem, ja. Aber auch wieder total leer. Hier sind nochmal Toiletten. Oh, die sind aber verbaut, ja. Ja gut, war halt funktional, ne? Ja, ist halt so, ne? Wenn du halt gerade du musst ja ganz viele Leute hier versorgen, also da musst du schon ein bisschen abspecken. Oh, vorsichtig, das. Oh, die Tür geht richtig gut. Geht da gar nicht mehr zu. Fokussieren, danke. Ich wollte nicht blenden. Ja, dann geh nach Hause kurz, dann geh ich mal kurz rein. Hier. Also auf dem K2 tut sich ja auch nirgendwo was. Hm? Auf dem K2 tut sich ja auch nirgends etwas. War so ein alter Toilettenpapierroller noch. Ja, da hinten ist auch wieder ein größerer Zugang gewesen. Die Räume haben auf jeden Fall, dadurch, dass sie so leer sind, auch alle eine krasse Akustik. Ja, natürlich. Hier gucken wir uns auch rein. Das haben sie ja gut gemacht, dass alles schön abgesichert wird, dass da keiner rankommt. Ja, ja. Ich glaube, die Historie ist tatsächlich noch Bauoriginal. Ja, ja, die wird wahrscheinlich auch so sein. Weil das hier waren zum Teil ja auch keine Patientenräume, würde ich schätzen. Das sind Abwasserrohre, das siehst du. Ja, ja, aber gehört das überhaupt hierher, ist die Frage. Ah, der hat einer bestimmt von außen reingeschmissen. Deswegen, das kann gut sein. Die haben wahrscheinlich von draußen versucht, hier reinzukommen, weil sie einfach reingeballert. Dann die ganzen Fenster zerbrochen hier. Ja. Also hier zum Beispiel, Jan, ist eine Garderobe. Ja, das ist klar, glaube ich. Nee, wenn es eine Garderobe ist, dann spricht es dafür, dass das ein Arbeitsraum ist oder ein Aufenthaltsraum. Wahrscheinlich eher Arbeitsraum. Ich schätze, hier wird wahrscheinlich sogar der Trakt sein, wo die, sag ich mal, entweder, wie heißen jetzt, Ingenieure oder sowas, die halt da drüben halt alles instand halten. Ja, das heißt, Hausmeister und so weiter. Hausmeister-Trakt war so ein kleiner.
Und ich schätze mal, der wird auch hier gewesen sein, weil unten stört er keinen. Der kann ja schon hier auch überall erreichen, der das Haupttreppenhaus direkt daneben. Ja. Das wird wahrscheinlich eine Hausmeisterei oder so gewesen sein. Vielleicht haben die noch wirklich ein paar Handwerker oder so noch gehabt, die dann auch ihre Zimmer hatten. Vielleicht für eine Werkstatt noch oder so. Das wäre auch noch an einer Seite. Achso, ja, da waren wir schon drin. Genau. Okay, hier geht's weiter. Genau. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Richtig. Wo ich vorhin gesagt habe, dass wir später hingehen. Was ist das da? Das ist irgendwelche Drahtscheiße. Das bin ich. Ja. Das ist hinten das Draht, was die anderen Seildinger sind, kann ich nicht erkennen. Ich glaube, das ist alles Drahtseil, aber das ist aufgekribbelt, oder? Ich weiß nicht, es sieht anders aus vom Stoff. Da oben. Da. Oh, das könnte ein Kabel gewesen sein. Sein, dass das, was wir gerade gemacht haben, gar gehalten hat da hinten. Nee, ist nur einer. Wenn er den nicht zusammen. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, schon gefliest. Boah, ist aber auch ein aggressives Rotbraun, ne? Ja, hier war eine Durchreiche, aber die ist abgeschlossen. Nein, ich meine hier. Achso, warte. Was das ist? Oh ja. Hier war ein Schrank, wo was drin war. Da wollen wir auch nicht rein. Ja, das ist cool. Hier ist übrigens ein Einstieg. Ne? Ich weiß, habe ich schon gesehen. Aber ist der sicher? Ich würde nicht sagen, dass der sicher ist. Warte, ich läuft mal rein. Oder hast du dann selber gelassen? Doch, da kommst du rein und raus relativ gut. Ja, ich weiß, aber... Hier können Leute reinkommen. Ja. Du könntest jetzt hier theoretisch... Die haben mal die Tür hier eingetreten, ne? Die mit den Teilen haben sie rausgetreten. Und da kommt man eigentlich auch rein, ne? Ich habe hier nochmal einen der Käfige, wo ja eine Zuschauerin uns geschrieben hat, das ist für ein Studentenprojekt für einen Film gewesen. Da würde ich jetzt nicht reingehen. Wie sind die denn? Die sind da links rein. Die sind hier links rein, ja. Wir wollten da ja auch wieder raus, von daher. Die sind da hoch und dann zack. Ist die Hauptstromversorgung alles gewesen? Die ganzen Kästen, die du so siehst, dass der Hauptwasserablass ist. Ja, deswegen, das große Wasserrohr, das ist kann ja einige direkt wieder zu. Kann direkt wieder zumauern links lassen. Und er sagte, da ging jetzt mal hinten durch, bis man es zugemüllt hat. So, und hier sieht man auch hier nochmal ganz viel Schaltkästen, hier wurde alles verteilt. Da wurde auch alles so das gut wie geht entfernt. Du siehst halt auch, da führen die einzelnen Stränge hoch in die verschiedenen Etagen über den Kabelkanal. Ja, obwohl, die haben nicht alle Kabel entfernt. Hier unten sind noch ganz dicke drin. Ne? So, die Matratze, ja, überall haben wir schon mal aufgehabt. Die lag oben rechts neben dem... Im EG. Genau, im EG, rechts neben der Kapelle lag die letztes Mal. Das war für den, eventuell sogar für den Aufzug, ne? Guck mal, da sind nämlich die Zugbänder. Ja. Ja. Das war gar kein, das war für den Aufzug. Das der Aufzug wurde als von unten gesteuert. Ja. Heutzutage werden ja von oben als gesteuert. Das müsste für den Aufzug gewesen sein. Ja, ne? Ja, da liefen die Kabel drumherum. Genau, Kabel. Ja. Und hat es ja quasi da aufgewickelt. Ja. Auf dem Ding. Hier ist ein kleiner Kellerraum einfach noch. Da ist ein kleiner Abstellraum für irgendwas. Ja. Oh, aber gut genutzt, ne? Genau unter der Treppe ist noch relativ viel Stauraum. Ja, genau. Na, da ist ein kleines Loch. Vielleicht nicht mal. Das ist auch beeindruckende Technik. Das war quasi der Generator. Ja, ja. Das ist ein Motording. Da hinten war bestimmt die Steuerung mit ganzen Elektrik und so. Anschlüsse, genau. Und dann man riecht auch noch das Öl. Maschinenöl, da gebe ich dir recht.
Vorsicht. Naja, da ist der zweite Schuh, da vorne lag der erste. Aber die liegen schon etwas länger hier. Das sind die Versorgungsschächte. Ja, das ist völlig klar. Ja. Wir haben drei Stück. Also du hast hier reingeguckt auf jeden Fall. Ja, doch, der Stuhl steht da. Im OG zweiten. Das war, den ich runtergefahren habe, ne? Ja, wenn der mal runterkommt, aber hier sieht noch alles relativ gut intakt aus. So. So, das ist jetzt der Gang für die Versorgungsschächte. Für die Versorgungsschächte. Den wollen wir jetzt durchgehen, ne? Genau. Gut, dann fange ich mal an. Schön hell beleuchten. Hier stößt man sich gerne mal den Kopf. Ja, muss halt natürlich aufpassen. Wir sind jetzt in so seinen Eingeweiden des Gebäudes. Hier ist aber schon kälter, man merkt es. Ja. Yeah. Hier ist auch ein Einstieg, oder? Guck mal. Da ist wahrscheinlich ein Gitter drüber. Ja, da ist ein Gitter. Das war ich, weil ich zu nah dran war. Also manchmal kann Rost ja auch Kunst sein, ne? Hast du was, Jan? Nee, nee. Okay. So, ducken. Muss auch aufpassen. Hier ist auch noch. Ja, ist einfach in Luft quasi. Absolut. Hier war mal eine Lampe drin. Ja. Explosionsgefahr. Anschluss der Leuchte mit Flair, ja, genau. Wenn jemand Gas leckt, ist klar. Reinlaufen? Ja, hier links ist ja zu, ne? Genau, da müsste einmal hier rein. Soll ich vor? Willst du da wirklich rein? Ich gehe auch alleine. Also wie gesagt, es ist sehr eng. Also alles gut. Genau. Ist ziemlich eng hier und klein, also Höhe würde ich sagen so 1,50. Vielleicht ein bisschen niedriger als 40 eventuell. Oh, hier, überall, da liefen die Kabel lang. Verteilt. Huch, Loch im Boden, aufpassen. Da brauchen wir, denke ich, nicht reingehen. Das seht ihr, da endet das. War das große Verteilerrohr. Und hier ist es locker 5 Grad kälter. Das K2 ist auch ruhig. Heiliges. Also hier links, das ist ja fast wie eine Kaverne, ich zeige euch das gleich mal. Also erstmal geradeaus, das ist Schluss. Hier rechts, muss man mal kurz reingucken. Eng und dann noch ein Rohr in der Mitte. Aber hier kann man jetzt auch verstehen. Ah, okay, das ist der Blick auf den Raum mit dem Fahrstuhl, alles klar. Ist ein bisschen jetzt gelaufen, okay. So, und hier wird es eng zum Quadrat. Das Ende muss ich jetzt wohl nicht gehen, oder? Das führt da auch nur rein. Aber wie gesagt, das ist ja hier direkt ein Fels gehauen. Okay, wieder zurück. So. Jetzt die andere Seite, ist aber sehr eng. Zur Ahnung. Ja, ich weiß es, deswegen habe ich direkt am Anfang gesehen, dass es sehr eng ist. Ja, hier seht ihr, das ist jetzt die andere Richtung. Oh. Oh, ernsthaft? Ah, kommt. Ich versuche mal, ich komme hier schon irgendwie durch. Alles für die Wissenschaft. Das ist ja wohl ein Witz.
Also für große Leute ist das nichts. Hier liegt noch eine Tür. Hier kommen wir noch irgendwo raus. Hi, seid ihr? Ja, hallo. Ah, okay. Hier ist ein Quergang. Ja, aber hier ist es noch viel enger als vorne. Aber geht's noch weiter? Ja. Entschuldigung, wenn das heute besonders ruckelig ist, aber ganz ehrlich, das läuft sich echt schlecht hier. Okay, ich glaube, hier ist dann Schluss gleich. Ja, das ist ein Abzweig zum Hauptgang. Wenn ich zurückgehe zu den Jungs, da kommt er gleich hin. Und da führt es noch irgendwo runter. Will ich auch nicht zu nah dran gehen, ich will nämlich nicht mit dran, oder? Geht aber auch nicht weiter anscheinend, okay. So, hier sind wieder im Hauptgang, das seht ihr. Wir können auch eingehen. Ja, nee, ich habe kein Problem damit. So. Wow, okay. Oh, das hier kann er kommen, ne? Ja, hier war mal ein Schloss, hier war mal irgendwas drin, ne? Da kriege ich aber nicht rein, die kleinen Dinger. Nee, da kommst du durch die Tür eh hin. Ich bin ziemlich sicher. Ja, Stufe. Ja, sehe ich nicht, wenn ich nach oben gucke. Ja, nee, Entschuldigung, so nicht böse gemeint. Hier ist wieder ziemlich tief. Ja, aber noch kannst du aufrecht stehen, also nicht ganz, aber. Frage: Merkt jemand Vibration am Boden? Nee. Warte. Merkst du Vibration? Nee. Okay. Ich muss so nicht. Ich auch nicht, nur ich fragte, weil Jungen sollte man ja definitiv keine merken. Ja, yeah, aber muss man mal testen. Da gehe ich nicht rein. Nee, du nicht. Aber auch nicht, mein Guter. Ja, doch, komm. Willst du das wirklich? Ja, doch, die Frage darf ich nicht stellen. Der ist genauso groß wie die anderen. Problem ist, viel weiter werde ich nicht kommen, weil es da vorne so eng wird. Ich bin ja nicht so groß. Das hatten sie auch mal zugemacht hier. Ja, deswegen haben sie das da vorne zugemacht. Ach, hier steht es ja sogar. Gashauptsperrschieber. Ja. Hier haben wir versucht durchzubrechen. Geräusche nehmen wir von Jan wahrscheinlich. Oh, da drin ist. Aha! Leuchte da mal rein, lass mal zu mir. Da ist ein Baderaum, Baderaum gefliest. Ganz lang geflappert. Aber richtig. Kannst du da hinten drehen, ob sie locker geworden ist, vielleicht? Ist ein Wackler hat? Okay. Tja. Oh, keine Ahnung. Tut sie normalerweise nicht, aber. Nee, hier ist auch ein kalter Hauch oder kalter Punkt, aber das kann durchaus an Durchzug liegen. Ja, hier ist eine Treppe. Hier geht's rein. Ja. Ist er nicht, wo es in den Keller geht? Ist er nicht hier? Ich glaube ja. Du kommst hier, aber du kommst ja, hier nicht. Ja, das ist doch, wir kommen da, also wir kommen hier, wir kommen da drüben aber rein. Von außen. Ja, ja, klar. Aber du kommst halt hier nicht rein. Nee. In den richtigen Keller. Ah, hier bist du. Ja, ja. Ah, eng das ist, ne? Ja. Schön ist anders. Aber das machen wir alles nur für euch. Und für die Wissenschaft. Na, schau mal, hier ist auch ein ganz anderer Boden wieder. Ah, hier brauchen wir einen Regler. Genau, Hauptschalter.
hier geht es dann wieder hoch, ne? Da nicht, hier geht es wieder hoch. Ja, da ist nur der Versorgungsgang wieder, da war ich ja gerade drin. Genau. So, hier geht es noch lang. Das soll mir auch lang gehen. Ist der nicht hier drüber der Fresser? Ja, jetzt müsst ihr hier drüben in dem Bereich sein, wo wir sagen, dass wir eigentlich nicht reinkommen, ne? Ja, wo alles runtergekommen ist, wo sie es abgesperrt haben. Richtig. So, warte. Ach so, man gibt doch was vom Bett, oder? Ja, ja, alles lang raus. Ja. Da gab's noch keine. Vielleicht läuft doch draußen jemand lang. Dann habe ich jetzt nicht mehr. Kommt keiner rein. Nee. Auf den Kohlekeller, ja, aber Kohle hat er nicht, gell? Hier willst du auch rein? Na klar, ich will überall rein. Nein, der muss raus. Ja. Schief hier reingezimmert, die Tür. Es ist angepasst. Boah, hier ist aber auch eine Tür mit viel Schloss. Guck mal, ob wir mal reinkommen. Vorsicht. Ach, hier in der Versorgungsgänge. Den gehe ich definitiv nicht. Also wenn es reingekrochen ist, ist vielleicht Kinderarbeit. Tut mir leid, ey. Da kannst du nicht als Erwachsener mit nicht mehr reinmachen. Nee. Das war ich, das war die Lampe. Und hier war mal ein Zugang halt. Mhm. Guck mal, hier waren auch, einzelne Aufbewahrungssachen. Ja. Könnte auch schon ein Hausmeister gewesen sein. Ja, könnte Werkzeug gelegen haben. Ja, ja. Oder gehangen. Ist aber auch nicht zugewachsen hier. Das war mal auch so ein Ding, was runterging. Das war nicht ebenerdig. Nee, das nicht. Das müsste jetzt die Giebelseite sein, ungefähr. Wir sind jetzt unten im Giebel drin. Wir müssen eben nach oben. So, hier gehen wir wieder hoch. Das ist theoretisch die größere Treppenseite. Hier waren wir noch nicht, genau. Doch, hier waren wir. Ja, klar. Hier waren wir schon, aber wir waren noch nicht mit Video hier. Aufpassen. Flasche. Ja, ich meinte. Genau. Mhm. Da vorne, wo auch die. So, und das vor uns müsste der Esssaal sein. Genau. Hier waren wir nämlich sonst nicht dran. Hier sollte man nicht durchgehen, da ist alles kaputt oben. Genau. Das ist ja das, wo ich das abgesperrt habe. Genau, aber das für das nächste Mal. Da ist auch noch ein Lastenfahrzeug. Das ist der Aufzug von draußen. Genau. Ne? Genau, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Aber wie gesagt, Jan, das schauen wir mal für die Fenster später mal. Ja, klar. So. Wie ihr es vielleicht dann auch gleich hört, wenn ich den Zusammenschnitt von den verschiedenen Monitorings mache. Wir haben jetzt zwar nicht die Kamera dabei, weil wir schnell sein mussten, aber wir haben hier einige diverse Geräusche gehört, unter anderem Schreie, Plätschern, Schritte, Klopfen. Auf dem Monitoring ist hoffentlich irgendwas zu hören. Wir haben ja genug Stationen dafür. Aber um zu sehen, ob da irgendwie vielleicht das am Wind liegen könnte, weil es halt auch windig ist, habe ich das hier aufgehangen. Und wenn ich mal puste, dann seht ihr, es reagiert halt sehr empfindlich, weil es halt sauleicht ist und eine große Oberfläche hat. Also nicht jeder Experimentieraufbau muss unglaublich teuer sein. Er muss halt nur wirklich sinnvoll und praktisch sein. Ich behalte die Kamera jetzt auch bei mir. Falls was ist, dann kann ich hier nochmal zücken. Da hinten der Weg, der führt zu diesem Bäderbereich. Das ist dann die nach der offenen Tür, die dunkle offene Tür. Da geht es da rein, da ist das Monitoring im Bäderbereich. Und hier auf der anderen Seite monitoren wir die Treppe mit den Paralights und Thermal. Und ich sitze jetzt hier selber. Ich sitze hier sehr bequem. In dem Gang und lausche einfach ein bisschen, weil hier hört man echt viel. Ja. Jemand hier?
Aber das ist die, das sind Folien, die dagegen ballert. Stimmt, das könnte sein. Aber das ist nicht so laut gewesen. Das war jetzt mal die Folie. Gerade aber war es nicht die Folie. Ich gucke, ob ich die Folie irgendwie festbinden kann. Experiment die zweite. Die hat schönes Geräusch. Es wird regnen. Das ist diesen Wasserschall da vorne. Und hier vorne war irgendwas gerade, aber. Wie gesagt, ich habe rausgeschaut. Ich habe jetzt nichts einfach wie Regen gesehen. Nur Wind. Du kannst ja gerne nochmal gucken. Also, es hat gerade, als ich an der Tür stand, als ob da eine, ob da quasi vom, weiß nicht wie viel Quadratmeter, Wasser zusammengelaufen ist und die Regenrinne runterläuft. Aber das regnet, glaube ich, nicht. So hört sich das gerade an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht regnet. Also, der Jan hat ja gerade fließendes Wasser gehört. Aber wenn ich jetzt nicht ganz blind bin, also ich sehe keinen Regen und höre auch nichts auf den Blättern irgendwie rascheln. Ich höre nur Wind. Definitiv nicht, das ist knochentrocken draus. Okay, was ist denn da? Ich würde es ja auch auf den Blättern tropfen hören. Also ich sehe es nicht. Ohne Witz, als ich gerade da stand und geklopft habe, ne? Habe ich in der Entfernung. Das hier klang allerdings wirklich wie Holz, das gegen die Wand prallt von. Ja, weiß ich nicht, das klang wie Tropfen, als ich das gerade gehört habe. Ich stand halt dann da, hab ein paar Mal geklopft. Ich habe es auch vorher schon ein paar Mal die Tropfen gehört. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Holz, ein Stamm oder sowas, oder keine Ahnung, ist das so ein kleiner Ast ist, der irgendwo gegenschlägt durch den Wind, kann sein. Aber der ist dann, weiß ich nicht. Ja, dann wird das hier, das Wind hier die ganze Zeit, dann wird es ja gleich wieder kommen. Ist auf jeden Fall sehr windig. Könnte sein, kann ich nicht ausschließen. Ja, du hast an der Tür, ne? An der Tür habe ich geklopft gerade. So, Jan hat einfach geklopft. Aus welcher Richtung denkst du, kam es ungefähr? Halt aus der Richtung, wo wir es gerade abgehört haben. Okay. Ist das rot schon? Ne, das ist lila. Das ist lila. Okay, ich wiederhole das Experiment, um zu sehen, ob ich was tropfen, rauschen, fließen höre. Du sagst was, wenn du was hörst, Jan, ja? Das kleine Geräusch gerade. Ja. Ja. Das war ganz, ganz oft. Stell dir dann so, dass das ganz schön viel runtertropft und runterrinselt. Okay,
Ich hätte jetzt gedacht, es könnte ein Platz sein, oder? Ja, aber so oft hintereinander, so schnell. Weißt du, wenn jetzt irgendwo rumhuscht? Ich weiß nicht. Das kann ich mir jetzt auch vielleicht ganz nicht vorstellen, einfach. Jetzt genau hier drin sich ein Blatt bewegt. Oder irgendwas. Ja, ein Blatt meinst du? Hier ist kein Blatt. Was bezweckt die denn mit den Köpfen? Einfach ein Trigger. Ja, einfach nur. Wenn du jetzt hier leben würdest und jemand würde klopfen, wirst du dich bestimmt gestört fühlen. Ja, dann würdest du entsprechend reagieren. Da würde irgendeine Reaktion kommen. Weil eben. Da geht's runter. Aber wo kommt man da unten raus? Da ist auch eine Treppe, die in den Keller führt. Wo kommt man da raus? Die Treppe, die in den Keller führt? Es kann keine derbe Räume, der Geräusch vor Kopf, es kann keine derbe Räume sein, wo drin waren. Weil da war keine Treppe. Du geh mal einfach lang. Der Bereich ist doch sicher. Ich kann den Keller schon machen. Laufen wir nicht immer hier vorbei? Bitte mal vor. Nein, er lässt uns mal vor. Und was ist das so? Ein kleiner Kellergang mit vielen Türen. Oh, ein gewölbeartiger Bau. Deswegen, der hat ein Privatgelände. Vorsicht, weil auf dem Hintergrund ist es kein Geocaching-Punkt. Der Eigentümer. Ja, hier hat er noch einen kleinen Keller entdeckt, der ein bisschen abgeschottet ist, der ist nicht am Hauptgang. Aber wirklich klein, nicht viel los. Mach es zu. Ist aber auch wieder zugemacht worden. Hier war mal ein Einstieg bestimmt. Hier siehst du eine Treppe. Mhm. Okay. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.